Ja, schlag doch gerne mit mir auf zum ersten Korintherbrief. Erster Brief an die Korinther, Kapitel 1. Wir sind angekommen im Vers 17 und ich lese uns die Verse 17 bis 31. 17 bis 31. Schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ist ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass ich vor Gott kein Fleisch rühme, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir rufen dich an. Wir brauchen deine Weisheit und deine Kraft, denn wir können dein Wort nicht predigen und wir können dein Wort nicht aufnehmen, es sei denn, du schenkst es uns. Und darum, Herr, wirke in unserer Mitte, das, was kein Mensch tun kann, dass du lebensverändernd zu uns sprichst, dass wir merken, es ist deine Weisheit und es ist deine Kraft, die in uns wirken, zu deiner Ehre. Das schenke uns. Amen. Amen. Nimm gerne Platz. Ihr seht, das ist ein etwas längerer Predigtext und es gäbe so viel zu sagen. Dieser Text ist reich an so vielen Weisheiten und es fiel mir sehr schwer. Ich glaube, meine Predigt habe ich um die Hälfte gekürzt und sie ist dennoch lang und dieser Text ist so reich an wichtigen Dingen. Das Erste, was so offenkundig ist in diesem Text, und was so wichtig ist für dich zu verstehen ist. Das Kreuz Christi, das scheidet die Menschen in zwei Lager. Das Kreuz Christi scheidet die Menschen in zwei Lager. Paulus schreibt in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die gehen verloren, sagt der Apostel Paulus. Und es gibt Menschen, die werden gerettet. Die einen, die gehen an einem schrecklichen Ort ewiger Qualen, wo Gottes Liebe und sein Erbarmen nicht zu finden sind, in das ewige Leiden, in die ewige Gottesferne. So beschreibt es Jesus Christus selbst. Jesus. Die anderen gehen in die ewige, vertraute, innige Gemeinschaft mit Gott selbst an einem himmlischen Ort der Freude. Das ewig Leben
und wo es kein Leiden geben wird. Vollkommenes Glück, denn da ist vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Nur diese beiden Orte, nur diese beiden Wege. Und das Kreuz entscheidet, wohin du gehst. Die Frage ist nämlich, auf welchem Weg du dich befindest und an welches Ziel du ankommen wirst, denn es gibt nur diese beiden Ziele. Und nur eine Sache entscheidet, wohin du kommen wirst. Nur eine. Paulus sagt, das Kreuz. Das Kreuz markiert die Weggabelung. Das Kreuz markiert den Scheideweg. Wie du auf das Kreuz reagierst, wird entscheiden, wo du landest, wohin du gehst. Ob du gerettet wirst oder verloren gehst. Allein das Kreuz, es gibt keinen Mittelweg. Entweder nimmst du das Kreuz an oder du lehnst es ab. Es gibt keine neutrale Reaktion. Entweder glaubst du an Christus, den Gekreuzigten, dass er für deine Schuld stellvertretend am Kreuz bezahlt hat und du so bei Gott angenommen bist. Entweder glaubst du, dass Jesus dein Retter und dein Herr ist, oder du glaubst es nicht und du lehnst es ab. Das Kreuz scheidet die Menschen voneinander in zwei Lager. Der Apostel Paulus erlebte das ständig, dass die Menschen voneinander getrennt wurden. Dass Menschen entweder den einen oder den anderen Weg wählten, denn ständig predigte er. Dazu war er berufen. Er sagt das hier in Vers 17, denn Christus hat mich ausgesandt, nicht zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Er war nicht berufen, als Pastor an einem Ort zu bleiben und viel zu Gläubigen zu reden. Seine Aufgabe als Apostel der Nation war es, überall dorthin zu gehen, wo Jesus noch nicht bekannt war, wo man noch nicht von Jesus gehört hatte. Das heißt, er hatte ständig die Möglichkeit, zu Menschen zu predigen, die das erste Mal das Kreuz hörten, und er sah, wie es in der Mitte durchging, diese Spur. Und zwei Lager entstanden, jedes Mal neu. Die einen, die glaubten, die anderen, die sich ärgerten. Andere sollten taufen, andere sollten sich um die Nacharbeit kümmern. Er kam, um das Fundament zu legen, um Christus zu verkündigen, und seine Mitarbeiter blieben dort und wirkten weiter. Aber er, sein Hauptauftrag war es, zu predigen. Und immer wieder ging er gleich vor. Er kam an einem Ort, ging als erstes in die Synagoge und predigte den Juden. Und immer wieder nahmen die Juden Anstoß und sagen, niemals ist das unser Messias, den du uns verkündigst. Welches Wunder zeigst du uns? Dann ging er zu den Griechen. Immer wieder, also die griechisch Sprechenden, zwar nicht nur Griechenland, sondern generell die griechisch sprechende Welt, römische Welt dort. Immer wieder erlebte er das Gleiche bei den griechisch Sprechenden und denkenden Menschen, die sagen, das ist doch unvernünftig. Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch nicht weise, was du uns erzählst. Paulus schreibt Vers 22, und weil denn die Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, die Nation, also den griechisch denkenden, sprechenden Menschen, eine Torheit. Für die meisten Juden zu der Zeit und heute noch, zu der Zeit des Apostels Paulus, war diese Vorstellung von einem gekreuzigten Messias nicht annehmbar. Es war ihnen ein Ärgernis. Sie stellten sich vor, was, wenn der Messias kommt, der seine Herrlichkeit und Macht kommt und sein politisches, irdisches Reich aufrichtet. Sie ärgern sich daran. Das ist nicht unser Messias. Und dann die Griechen, die wollen etwas, was ihren Intellekt befriedigt. Und die sagen, das passt nicht zu unserem Denken. Gott, der sich erniedrigt und sich kreuzigen lässt und bespucken lässt. Und das soll jetzt die Rettung sein, oder wie? Heutzutage ist das übrigens noch genauso. Wir treffen vielleicht nicht so viel auf Juden, mit denen wir diskutieren, aber vielleicht Moslems, denn wir haben genau die gleiche Denkweise, dass sie sagen, niemals kann es sein, dass Gott einen Sohn hat und dass dieser Sohn dann auch noch am Kreuz stirbt. Und wenn er ein Prophet war, was sie glauben, dann kann es niemals sein, dass Gott zulässt, dass er so schmachvoll, voller Scham am Kreuz stirbt. Niemals. Gotteslästerung, sagen sie, wie die Juden. Ich denke, die meisten von uns haben aber eher mit den griechisch denkenden Menschen zu tun. Sie sagen, es ist doch Unsinn.
Dieses Kreuz, dieser Mann am Kreuz, der soll mich retten? Das ist primitiv. Das ist mittelalterliches Denken. Aberglaube. Damit habe ich nichts zu tun. Paulus erlebte das eindrücklich in Athen, denn genau bevor er in Korinth war, Apostelgeschichte 17, war er in Athen. In Athen, was haben die da gemacht? Die haben rumphilosophiert den ganzen Tag. Steht in Apostelgeschichte 17. Den ganzen Tag haben die rumphilosophiert. Das Leben, Gott, die Welt. Und dann kommt Paulus zu denen und predigt ihnen das Kreuz und sie spotten über ihn. Denn stellt euch das vor, diese Botschaft: Wir alle sind Sünder, wir alle verdienen die Todesstrafe. Nun kommt Gott, sendet seinen Sohn, der lässt sich töten, an unserer Stelle bestrafen. Und Gott hat dieses Opfer angenommen, indem er ihn von den Toten auferweckt. Und jeder, der daran glaubt und diesen Namen anruft, den Namen des Herrn Jesus Christus, und glaubt, dass er für dich persönlich gestorben ist, jeder, der das tut, diesen Namen anruft, nicht auf sich selbst und seine Werke vertraut, sondern glaubt, dass das genügt, dass Christus für mich gestorben ist, um ewiges Leben zu bekommen und Vergebung der Sünden. Jeder, der das glaubt, einfach glaubt, annimmt und ihn anruft, der hat Freispruch vor Gott, ist angenommen, das ewige Leben geschenkt. Oh, das war töricht für die Griechen. Sie hätten alles angenommen, wenn Gott gesagt hätte: Komm, ich habe hier einen riesen Berg gebaut und auf den müsst ihr klettern und wer oben ankommt, der hat ewiges Leben. Super. Die griechische Mythologie ist voll von solchen Dingen, von solchen Überlegungen. Aber dass ein gekreuzigter Gott kommt, der sich verachten und verspotten lässt und dass, wer nur an ihn glaubt und seinen Namen anruft, errettet wird? Töricht. Dummheit. Man könnte es auch übersetzen mit Dummheit, dieses, was hier töricht, was hier als töricht übersetzt wird in unserer Bibel. Es ist eine Zumutung für den Verstand. Ein Gott, der sich überliefern lässt an Menschen und nicht zählt auf unsere frommen Bemühungen, sondern man muss sich das einfach schenken lassen. Paulus erlebte das öfter, dass die klugen Griechen das für eine Dummheit hielten. Sie haben ihn Schwätzer genannt. Schwätzer steht in der Apostelgeschichte. Und jetzt stand Paulus in der Versuchung. Die Griechen, die ihn so ablehnen und sagen, was du alles da erzählst, das ist doch alles Dummschwätzerei. Paulus stand in der Versuchung, etwas zu tun, was in Griechenland gang und gäbe war. In Griechenland ging es gar nicht so sehr darum, dass die Argumente gestimmt haben, der Inhalt. Es ging in Griechenland sehr um Redeweisheit. Es ging darum, ein brillanter Redner zu sein und die Menschen darum so zu überzeugen. Ja? Sie liebten kunstreiches Reden. Wir wissen, dass in Korinth ja auch regelmäßig diese Wettbewerbe in Rhetorik stattfanden. Es ging um die sprachliche Gestaltung. Man achtete auf die Wortwahl, auf die Wortstellungen, Wortverbindungen, Satzbau, Klang, Rhythmus. Es ging darum, welche Stilfiguren man benutzt, wie man die Stimmlage einsetzt, Gebärden, Gesten beim Reden und so weiter. Darauf schauten die Griechen ganz genau. Das wurde Paulus auch vorgeworfen, dass er sich an all das nicht gehalten hat. Paulus sagt: Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt sagt er: Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Er sagt: Diese Botschaft, die ich verkündige, diese Botschaft von dem Kreuz, einziger Grund, warum diese Botschaft Kraft hat, ist das Kreuz. Nicht meine Redekunst. Wenn ich jetzt denke, ihr wollt nicht annehmen, was ich euch sage, und jetzt versuche ich euch irgendwie durch besondere Redekunst zu beeindrucken, so dass ihr sagt, ach, der ist gar nicht so dumm. Da muss ja was dran sein, was der sagt. Er sagt, das mache ich nicht. Könnt ihr vergessen. Ich komme nicht mit Redeweisheit. Ich verkündige Christus, den Gekreuzigten. Paulus war nicht unrhetorisch. Der Korintherbrief ist voller rhetorischer Stilmittel, wenn ihr den mal lest. Aber er hat es nicht gebraucht, um Leute irgendwie zu manipulieren. Er kommt und schlicht und einfach verkündigt er Christus, den Gekreuzigten. Er will sie gewinnen durch das Kreuz und nicht durch die Kunst des Redens. Er sagt, das ist meine Kraft, Kraft des Kreuzes. Und nun ist die Frage, wenn man sich das anschaut, Paulus predigt zum Beispiel auf dem Areopag, auf dem Hauptplatz sozusagen, dem Gerichtshof Athens und in Korinth, und Paulus predigt dort in diesen griechischen Städten, und
Ja, einige kommen zum Glauben, Korinth sogar einige mehr, aber es stimmt, was Jesus sagt. Es gibt den schmalen Weg und es gibt den breiten Weg. Und der schmale Weg, der führt zum Leben. Und wenige sind es, die ihn finden. Und auf dem breiten Weg, der Weg, der ins Verderben führt, oh, da sind viele drauf. Und nun, wenn Paulus predigt und umhergeht und so viele Menschen ärgern sich und sagen, das ist eine Dummheit, wenn er das Evangelium, das Wort vom Kreuz predigt. So viele wählen den Weg der Ablehnung und gehen den Weg in die Verdammnis. Hat Paulus eigentlich versagt? Hat Gott eigentlich versagt? Ich meine, da sendet Gott einen Retter und lässt das Wort verkündigen und so viele wollen das gar nicht hören. Die Furche zieht sich und es gibt zwei Lager, aber das Lager derer, die das Kreuz ablehnen, ist so groß. Hat Gott dann nicht versagt? Hat der Apostel Paulus dann nicht versagt? Das ist das Zweite, was wir uns hier ansehen wollen. Es ist kein Versagen Gottes, wenn Menschen nicht glauben und verloren gehen. Paulus schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist dein Weiser, wo ist dein Schriftgelehrter, wo ist dein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Was Paulus hier sagt, kurz zusammengefasst, sagt, es gibt Schriftgelehrte bei den Juden, es gibt weise Wortstreiter bei den Griechen, und diese Leute, die halten sich für weise, sie vertrauen auf ihren Verstand, sie meinen, sie seien verständig und sie sind wirklich weise. Und Gott sagt, ich will ihre stolze Weisheit zunichte machen. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Ihr habt euch dazu entschieden, euch auf eure Weisheit zu verlassen. Steht hier in Vers 21, denn weil in der Weisheit Gottes, Gott hat es geplant, es war seine Weisheit, seine Idee, in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. Das heißt, all diese Weisen, mit ihrer ganzen Weisheit erkannten Gott nicht und das Heil, das er sendet. Gott sagt ihnen, ihr meint, ihr wüsstet alles, ihr meint, ihr seid so verständig und so weise, dann belasse ich euch in eurem Wissen. Und schaut, wohin eure Weisheit führt. Ja, Juden sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch Gotteslästerung, das ist doch ärgerlich. Und die Griechen sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch dumm, das ist lächerlich. Und Gott sagt, in Ordnung. Wenn du in deiner Weisheit das so beurteilst und du glaubst, dass dein Urteil stimmt, dann gebe ich dich dahin, in deinem beschränkten Wissen, in deinem beschränkten Denken. Und dann sehen wir mal, wer dumm ist. Dann sehen wir mal, wer lächerlich ist. Die Sache ist, dass die Bibel deutlich lehrt, dass kein Mensch von sich aus das Heil Gottes erkennen kann. Kein Mensch kann von sich aus Christus erkennen. Wisst ihr, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ich bitte um deine volle Aufmerksamkeit. Es gibt nur eine einzige Stelle, nur eine, in der Bibel, wo es heißt, dass Jesus sich freute, dass er jubelte. Nur eine Stelle, wo er jubelte. Wo er sozusagen in die Luft springt und jauchzt, könnte man übersetzen. Was sich freut, mit großer Freude. Hört einmal. Lukas 10, Vers 21. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist. Er jubelte und sprach. Er betet.
Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt, wer der Sohn ist. Niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und jetzt hört er mal, und wem der Sohn ihm offenbaren will. Und dann wandte er sich zu seinen Jüngern allein und sprach, glückselig eure Augen, die sehen, was ihr seht. Jesus freut sich über die Tatsache, dass es Gott dem Vater gefallen hat, das Heil Jesus Christus selbst zu verbergen vor den Augen der Weisen, die sich selbst für klug halten. Es gefällt dem Vater, es gefällt dem Sohn. Jesus jubelt darüber. Er sagt, ich habe die Macht, allen Menschen, wie ich es will, mich zu offenbaren und auch dem Vater zu offenbaren, wem ich will. Aber es gefällt uns, dass wir es vor den Weisen verbergen und den Unmündigen, die sich nichts auf ihre Weisheit einbilden, es ihnen offenbaren. Es heißt in 1. Korinther 2, Vers 14, hören wir dann ein anderes Mal, wir sind bald an dieser Stelle, da heißt es, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Ihm ist es eine Torheit, eine Dummheit, was der Geist Gottes offenbart. Er kann es auch nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der natürliche Mensch ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Eingreifen, kann nichts erkennen. Unmöglich. In all seiner Weisheit. Gottes Geist muss Erleuchtung schenken. Die Weisen sagten, wir haben Ahnung, wir erkennen Gott, wir kennen das Gesetz. Es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, wo es heißt, dass, da sagen die Pharisäer, die Leiter des Volkes, die religiösen Leiter des Volkes, sagen, ja, das Volk glaubt an Jesus, die haben keine Ahnung von dem Gesetz, verflucht sei es, sagen sie. Aber wir, glaubt denn einer von uns an ihn, fragen sie? Wer glaubt an Jesus Christus, wer es erkennt, der hat diese Erkenntnis von Gott selbst. Es heißt in Matthäus 16, ihr kennt diese berühmte Stelle, wo Jesus sich seinen Jüngern zuwendet und fragt, was sagt ihr denn, wer ich sei? Simon Petrus antwortet und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und was sagt Jesus jetzt? Sagt er, gratuliere dir, Petrus, hast du gut erkannt, hast du sehr gut aufgepasst in den 3 Jahren Unterricht, bist ein kluger Kerl. Er spricht zu ihm, glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut, Menschen, deine Gedanken, deine Weisheit, dein Gehirn hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Dieser Glaube, diese Erkenntnis kommt von Gott. Es ist ein Geschenk, wenn man Jesus erkennt und an ihn glaubt. Und es ist Gottes gerechtes Gericht, wenn Gott es nicht offenbart und wenn er in die ewige Verdammnis gehen lässt. Jesus sagt das. Er sagt das klipp und klar in Johannes Kapitel 9. Er sagt hier, Vers 39, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen. Zum Gericht. Damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Willst du denn auch sagen, wir erkennen nicht? Wir sind doch die Gesetzesgelehrten, die Weisen des Volkes. Willst du sagen, wir sind blind? Und Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen. Daher bleibt eure Sünde. Ihr meint, ihr seid sehend. Ihr bildet euch etwas ein auf eure Weisheit. Und darum bin ich gekommen,
euch zum Gericht, dass die, die meinen, dass sie sehend seien, blind sind und nicht erkennen, wer ich bin, der Retter von Gott gesandt. Es ist kein Versagen Gottes. Es ist sein gerechtes Gericht über das, bei den, all den Stolz des Menschen, die geschrieben steht, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Egal, was die Menschen sich erdenken, mit all ihrer Intelligenz, mit ihrem Forschergeist, mit all ihrer Brillanz, sie konnten sich keinen funktionierenden Weg der Errettung erdenken. Wie auch immer sie forschten und überlegten und rätselten und dachten, sie könnten einen Weg finden. Oh, dann umkreisen wir Mekka, dann baden wir uns in einem Fluss, dann machen wir dieses oder jenes und dann wird uns Gott doch annehmen? Zunichte mit all dem, was ein Mensch sich nur ausdenken kann. Nur Gott gibt die Weisheit zur Errettung. Nur bei ihm ist der Weg des Heils zu finden. Gott schickt seine Rettung in Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er lässt es verkündigen, doch die Schriftgelehrten Jerusalems, die Tora-Experten, haben es nicht erkannt. Oder sind sie mit den Weisen des Morgenlands mitgegangen, als sie auf der Suche waren? Haben sie ihn gehuldigt? Oh, sie haben gerufen, kreuzigt ihn. All die Philosophen mit all ihrer Weisheit, auch heute werden sie zitiert. All diese Philosophen Griechenlands, es war lächerlich für sie. Sie haben es nicht verstanden. Und damit offenbart Gott ihre unfassbare Inkompetenz. Er zeigt aller Welt damit, wie dumm, lächerlich und beschränkt sie sind in all ihrer Weisheit, die Weisesten der Welt. Gott offenbart ihnen nicht das Heil. Er offenbart ihre Torheit. Das offenbart er. Denn ihr weiser Rat ist nutzlos, null und nichtig. Denn niemand, kein Mensch, kann von sich aus das Heil zeigen. Es muss von Gott kommen. Seine Weisheit, seine Werke und darum seine Herrlichkeit allein. Paulus schreibt hier, Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gottes schwächster Moment, wo er sich selbst erniedrigt hat, wo er tot am Kreuz hängt, diese Schwachheit Gottes, wenn man so davon reden will, ist größere Kraft als alle Kraft der Menschen, als alle Anstrengungen und Verdienste der Menschheit zusammen. All das, was die Menschen tun, konnte keine Erlösung erwirken, doch Gottes schwächster Moment, wo er tot am Kreuz hängt als Mensch, ist mehr Kraft, als was alle Menschen jemals erwirken konnten. Er hängt als der Sohn Gottes gekreuzigt, da, verspottet vor den Menschen, verachtet. Doch dieses Törichte Gottes ist weiser. Weiser als alle Weisheit dieser Welt. Goethe, ein weiser Mann, lehnte das Kreuz ab, als er dichtete. Mir willst du zum Gotte machen, solch ein Jammerbild am Kreuz? Mir willst du zum Gotte machen, solch ein Jammerbild am Kreuz? Ja, die Weisen, sie nehmen Anstoß an diesem törichten Gottes in ihren Augen, an diesem unweisen, jämmerlichen Gottes. Doch Gott mit seinem törichten und seinem schwachen triumphiert bei weitem über alle Kraft und Weisheit dieser Welt. Gott ist gekommen in Jesus Christus nicht nur, um die Glaubenden zu retten, sondern auch um die Weisheit der eingebildeten Weisen dieser Welt zunichte zu machen und sie zu richten. Zu richten für ihren Stolz. Das heißt in Sprüche 26, Vers 12, siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist? Für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn.
Jesaja 5, Vers 21. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Römer 1, Vers 22. Indem sie sich für weise ausgaben. Sie gaben sich als weise aus, als Lehrer der Menschheit. Sie sind zu Narren geworden. Zu Narren. Es ist nicht Gottes Versagen, wenn Menschen nicht glauben und verloren gehen. Es ist sein gerechtes Gericht. Bei allen Menschen, die sich ärgern an der Weisheit Gottes. Das dritte, was wir uns anschauen wollen, ist, Gott macht die menschliche, die stolze Weisheit in dreifacher Weise zunichte. Diese dreifache Weise wollen wir uns kurz anschauen. Nämlich durch seine Erwählten, durch das Kreuz und durch die Predigt. Diese drei Dinge nennt Paulus hier und sagt, diese drei Dinge, das, was töricht erscheint in ihren Augen, das macht die Weisheit der Weisen zunichte. Zunächst einmal die Erwählten, nämlich die töricht sind in den Augen der Weisen. Dadurch macht Gott die Weisheit der Weisen zunichte. Paulus schreibt hier diese interessanten Worte, Vers 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Paulus sagt den Korinthern einfach, schaut euch mal um. Schaut mal, wer zur Gemeinde gehört. Ja, das sind die meisten von euch, sind nicht die Weisen in der Welt. Also nicht die akademische Elite, die großen Philosophen, die sich hier versammeln. Es sind eher die, ja, ganz normal Gebildeten oder vielleicht sogar Ungebildeten. Und schaut mal, es sind nicht die Mächtigen in eurer Mitte. Sind nicht die mit diesem großen politischen Einfluss, es sind eher die Unbedeuteten, die nichts zu melden haben, die im Machtgefüge dieser Welt eher unten stehen. Und nicht die Edlen, das heißt nicht die mit besonderer Abstammung, die irgendwie adlig sind oder sowas, sondern ja, die auf der sozialen Stufe auch eher unten stehen, verachtet sind oder keine besondere Anerkennung finden. Sehr einfache Leute seid ihr. Nichts Außergewöhnliches. Eher die Unbedeutenden, nicht die reichen, mächtigen Genies, die Elite dieser Welt, die Verachteten. Erinnert ihr euch, wie wir gehört haben, dass Jesus in einer Nacht bei Paulus stand und ihn ermutigte, dass er weiter predigen soll in Korinth? Und Jesus sagt ihm, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Diese Menschen waren noch nicht gerettet. Jesus weiß aber schon, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und ich werde diese Menschen retten. Und man fragt sich, oh, wen wird Gott jetzt wohl berufen? Ja, wen wird er wohl dazu holen? Wenn er sein Volk sammelt, wen wird er denn in die Gemeinde tun? Und weiß nicht, hättest du vielleicht eher so die Creme de la Creme der Gesellschaft ausgewählt? Die High Society, die Millionäre der Stadt, die Sportstars, die Promis, die Staatsmänner, die Reichen, die Mächtigen, die Brillanten, die Schönen, die Einflussreichen, die Angesehenen? Das wäre doch nur zum Vorteil für die Gemeinde, oder? Ich kenne ein Restaurant in Frankfurt, da gehst du rein und die ganze Wand ist plakatiert mit Bildern und Autogrammen von Prominenten, die schon dort waren. Das kann man doch zum Vorteil nutzen, oder? Seht ihr, guck mal hier mein Restaurant, schau mal, wie viele wichtige Leute hier schon waren. Wir haben Ansehen. Noch nie gesehen, dass irgendwie jemand ein Bild von einem Obdachlosen genommen hat, mit Unterschrift und daran geklebt hat. Es wäre doch nur nützlich für uns als Gemeinde, wenn wir diese erfolgreichen Menschen hätten, dann würde das Christentum sich doch mehr durchsetzen und mehr Akzeptanz finden. Aber wen sucht Gott sich aus? Hat er das nötig? Muss er seine Wand plakatieren mit irgendwelchen besonderen Menschen, damit er Ruhm empfängt? Ganz im Gegenteil, in seinem Haus gilt allein seine Ehre. Wen suchte er sich aus? Er beschämt durch seine Auswahl die, die sich für etwas Besseres halten, die auf andere herabschauen, denn er wählt gerade sie, die Unweisen, die Schwachen, die Unedlen.
Denn es steht geschrieben, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und kein Mensch sich auf die Schulter klopfen kann. Keiner sagen kann, ja klar, erwählt Gott mich. Aber Achtung, Paulus schreibt hier nicht viele oder was er sagen möchte, ist, natürlich gibt es einige unter euch, die vielleicht sogar reich sind und angesehen und Einfluss haben, aber die meisten von den Erwählten sind schwache und unbedeutende Menschen. Die meisten von den Erwählten Gottes, die Gott sich erwählt hat. Dann, Gott macht nicht nur durch die Erwählten diese Weißen zunichte und beschämt sie dadurch. Nun, er macht es auch durch das Kreuz. Das ist ja schon etwas, was wir gehört haben. Wir lesen ja hier, dass das Kreuz eine Torheit ist für sie. Es widerstrebt diesem menschlichen Verstand. Ja, aber gerade darum hat Gott auch diesen Weg gesucht. Um die Weisheit der Weisen zunichte zu machen. Denn diesen Weg hätten sie niemals ersonnen und sich niemals erdacht. Es heißt doch in Jesaja Kapitel 53, Vers 3, hier über Jesus, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. War verachtet bei den Menschen. Nicht geachtet. Es war eine Zumutung für die Menschen. Jemand, den man nicht ansehen will. Und Gott sagt ja. Und durch das Verachtete rette ich. Durch den, den ihr verachtet, durch den rette ich. Damit eure Weisheit, eure Erkenntnis zur Schande wird. Es heißt in 1. Korinther 2, Vers 8, keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, also Gottes Weisheit. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sie haben es getan, denn sie haben Gottes Weisheit nicht erkannt in den Verachteten. Und das Dritte ist, Gott macht die Weisheit der Weisen zunichte durch diese einfache Predigt. Paulus schreibt ja hier davon, dass er nicht mit Redeweisheit kommt, sondern dass Gott sich ausgesucht hat, es heißt in Vers 21, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Wir predigen Christus als den Gekreuzigten. Also Gott erwählt, wen er retten will, nämlich das Törichte. Er erwählt, wie er retten will, nämlich durch den Verachteten, der töricht ist in den Augen der Menschen, durch seinen Sohn Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und er erwählt auch den Weg, wie er diese Erwählten rettet und wie sie hören von dem Verachteten am Kreuz, nämlich durch diese törichte Predigt. Das ist der Weg, den Gott aus sich ausgesucht hat, wie alle hören davon. Durch die Predigt. So ein einfaches, schlichtes Mittel, dass da einfach einer steht und davon verkündigt, dass Christus gekreuzigt wurde für unsere Sünden. Und dass jeder, der an ihn glaubt und ihn anruft, gerettet wird. Kein Spektakel, kein was weiß ich was. Einfach verkündigen. Und diese Predigt ist töricht in den Augen der Weisen. Aber dadurch beschämt Gott die Weisen, dass es hier heißt, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, die Nationen eine Torheit. Okay, also wir predigen allen Menschen, selbst die, die sich daran ärgern, sie haben es gehört. Aber jetzt hört einmal, Vers 24, dem Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was er hier sagt ist, alle Menschen hören diese Predigt. Aber unter diesen Menschen, unter den Juden und den Griechen, gibt es Berufene. Und diese Berufene, sozusagen Synonymes für Erwählte, sie hören und sie werden glauben und sie werden gerettet werden. Sowohl Juden als auch Griechen. Durch diese törichte Predigt. Ich mag denken, ja, ich ist jetzt keine rhetorische Meisterleistung, was ich hier mache und meine Predigt ist jetzt nicht, ja, ist kein Kunststück oder sowas. Aber Gott gefällt es, durch diese schwache Wort, durch diese schwache Predigt, Menschen zu retten. Dass sie hören, diese schwachen Worte annehmen, nicht als Menschenworte, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort, ist Glauben
und gerettet werden. Diesen Weg. Paulus schreibt im Römerbrief, der Glaube kommt aus der Predigt, durch das verkündigte Wort, durch das Wort Christi. Lass mich das kurz zusammenfassen. Es gibt Menschen, die halten sich für stark und für weise und sie nehmen Gottes Kraft und Gottes Weisheit im Kreuz nicht an. Und darum wird Gott ihre Weisheit zunichte machen, indem er was tut? Sie halten sich für besonders, er erwählt die, die nichts sind. Sie verachten den Sohn Jesus Christus, also Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und gerade durch den allein rettet er nur. Sie verachten die Predigt und sagen, solch ein törichtes Wort. Aber die Predigt ist es, die die Menschen erreicht, die erwählt sind und die errettet werden. So, dass letztendlich wer errettet wird, sich nicht selbst rühmen kann, sondern allein alle Ehre Gott geben muss. Wenn sich jemand gegen das Kreuz entscheidet, dann ist das kein Versagen Gottes. Es ist der Triumph Gottes über alle Menschenweisheit. Das Kreuz markiert den Scheideweg, wohin ein Mensch geht. Stößt er sich daran, weil er auf seine Weisheit und seinen Verstand vertraut und die Weisheit Gottes ablehnt, so geht er den Weg, den er verdient, den Weg in die ewige Gottesferne. Lass uns nun 5 praktische Anwendungen kurz anschauen, was das bedeutet für uns. 5 Stück. Zunächst einmal, mach dir bewusst, wo du stehst. Oder viel besser noch, wohin du gehst. Wie sieht es bei dir aus? Annahme oder Ablehnung des Kreuzes? Erkennst du Gottes Weisheit und Gottes Kraft im Kreuz an oder lehnst du das ab? Bist du bereit, demütig zu kommen zum Kreuz, all deine vermeintliche Gelehrsamkeit und Weisheit abzulegen, all deine Werke und Verdienste und zu sagen, das Kreuz ist genug für mich? Wo auch immer du suchst, bei aller Weisheit dieser Welt, bei der Psychologie, bei der Philosophie, bei den Ideologien dieser Welt, all das kann dich nicht erlösen, allein das Kreuz. Wir Menschen suchen am falschen Ort. Heute, als ich hierher gefahren bin zum Gottesdienst, stand auf der Autobahn plötzlich ein Mann. Ich habe ihn fast überfahren. Mit seiner Hand ausgestreckt, er wollte eine Mitfahrgelegenheit. Auf der Autobahn. Dieser Mann suchte am falschen Ort. Wir haben die Polizei angerufen, weil es wird ihn sein Leben kosten, wenn er da weitersteht. Vielleicht bist du heute Abend hier und du suchst am falschen Ort. Du suchst Rettung in deinen eigenen Verdiensten, in deinen eigenen guten Werken. Sagst, weil ich zu einer frommen Familie gehöre, bin ich gerettet. Sagst, ich denke, ich bin weise genug und ich weiß schon, welcher Weg zu gehen ist. Tu Buße, kehre um von dem Ort, wo du stehst, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott, es sei denn durch ihn, allein durch Christus. Kehre dich ab von aller menschlichen Weisheit und Überlegung und wende dich Jesus Christus zu. Ruf ihn an, denn es heißt in der Schrift, es ist uns kein anderer Name gegeben, in dem die Menschen gerettet werden müssen, als alleine der Name Jesu. Kein anderen ist das Heil. Die Rettung kommt allein durch ihn. Wenn du vielleicht sagst, ich habe diese Erkenntnis nicht, dann bitte ich dich, dann ruf doch trotzdem seinen Namen an und bitte ihn, dass er die Erkenntnis schenkt. Denn es heißt doch in Johannes 3, Vers 27, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eine einzige Sache. Der Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eine einzige Sache, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Dann bitte doch, dass der Herr die Erkenntnis gibt,
dass deine Weisheit null und nichtig ist und dass du die Weisheit Gottes brauchst, die allein in Christus zu finden ist. Denn in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, heißt es in der Schrift. Das Zweite, was ich dir sagen möchte, ist, wenn du glaubst, dass du ein Erwählter bist, also wenn du glaubst, dass Gott sich deiner angenommen hat, sich dir offenbart hat und dich errettet hat, dann ist das etwas, das dich zu wahrer Demut bewegen sollte und dich dazu bringen sollte, dass du den Herrn allein rühmst, alle Tage deines Lebens. Manche denken, die Erwählungslehre, wenn sie sich überhaupt damit beschäftigen, nur mal so gesagt, manche sehen sich davor vor und sagen, oh, Erwählungslehre, da will ich nicht drüber nachdenken. Hier steht es im Text klipp und klar, du kannst nicht einfach sagen, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Zahlreiche Stellen in der Heiligen Schrift lehren die Erwählung. Ist wichtig zu wissen. Aber manche denken, die Erwählungslehre, die macht einen stolz, so nach dem Motto, ja, wir sind schließlich die auserwählte Elite. Und Gott hat uns erwählt, nicht die anderen. Aber ihr Lieben, das ist ein falsches Erwählungsverständnis. Die Bibel, Gott bezweckt genau das Gegenteil mit der Erwählung. Zunächst einmal könnte ich jetzt viele Bibelstellen vorlesen, wo die Bibel selbstverständlich von Erwählung spricht, auch Erwählung zum Heil. Also 2. Thessalonicher 2, Vers 13 zum Beispiel. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, und zwar zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Ich könnte jetzt, brauche ich jetzt nicht, wir haben nicht viel Zeit, aber die Christen haben sich selbstverständlich, wir könnten uns jetzt viele Beispiele angucken, als Auserwählte verstanden und auch sich gegenseitig als Auserwählte bezeichnet. Und wir wollen ihnen jetzt erstmal nicht unterstellen, dass sie stolz waren. Sie haben die Erwählungslehre richtig verstanden. Denn die Erwählung soll niemals Überheblichkeit führen. Stell dir vor, ein reicher Mann sieht einen Obdachlosen, nimmt ihn zu sich nach Hause auf und der Obdachlose fragt, warum hast du denn mich gerade genommen? Warum hast du mich aufgenommen und nicht die anderen? Und der reiche Mann sagt, ja, weil du am elendsten aussahst. Weil du es am wenigsten verdienst, habe ich dich aufgenommen. Du warst nichts Besonderes, sondern du sahst besonders armselig aus. Er wurde auserwählt, weil er nichts ist. Nicht, weil er etwas ist. Das ist das, was der Text uns hier sagt. Also kann irgendein Erwählter, kann dieser Obdachlose sich darauf was einbilden, nur wenn er die Worte dieses reichen Mannes verdreht und völlig missverstanden hat. Wenn er aber verstanden hat, dass er gerade deswegen auserwählt wurde, weil er nichts ist, weil er besonders armselig ist, nun dann kann es doch zu nichts anderem führen, außer dass er demütig dankbar ist und diesen reichen Mann rühmt, sich nicht selbst rühmt. Ein stolzer Erwählter ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst. Das macht keinen Sinn. Gott erwählt uns ja nicht, weil wir würdig wären, sondern weil wir gerade unwürdig sind. Das hat Gott schon immer so gemacht, um die zunichte zu machen, die meinen, sie wären etwas. In 5. Mose heißt es zum Beispiel über Israel. Da sagt Gott, denn du bist den Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Gott gehören alle Völker, aber er erwählt sich nur ein Volk, dem er sich offenbart. Die anderen, nichts gehört davon. Ein Volk. Und jetzt sagt er, nicht, weil ihr mehr wäret, weil ihr besser seid als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Nein. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott eigentlich Israel erwählt hat? Weil sie das Geringste sind unter allen Völkern. Stehst du die Logik hinter der Erwählung? Das Törichte, das Schwache, das Unedle, das Verachtete hat Gott erwählt. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Dass keiner stehen kann und sagen kann, seht ihr mal, Gott hat mich erwählt. Warum? Weil ich's verdiene. Erkennst du die unverdiente Gnade Gottes in deinem Leben? Ist dein Stolz schon so zerbrochen? Ich habe mich gefragt, was haben die Korinther wohl gedacht, als der Apostel Paulus sagt, schaut euch mal um, es sind doch nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle da.
Was haben die Korinther gedacht? Haben die sich wohl geärgert? Ich glaube, dass viele bei denen ihr Stolz gebrochen war, schon unlängst. Keiner hat gestritten einfach und gesagt, wie? So redest du über uns? Gesagt, ja, klar. Bist du an den Punkt gekommen, wo du weißt, dass du nichts bist, auf das Gott alles ist? Dass du dich nicht rühmen musst, sondern sagt, er und sein Kreuz ist genug. Ich rühme mich keiner Sache. Wenn ich mich etwas rühme, dann allein des Herrn. Hast du die Erwählungslehre, ist sie dir zum Herzen wirklich gedrungen, dass du Gott allein die Ehre gibst? Denn darum geht es bei der Erwählungslehre. Dass aller Stolz der Menschen vernichtet wird und allein dem Herrn die Ehre sei. Lest doch mal, was in Vers 30 steht. Aus ihm kommt es, also von Gott allein kommt es, aus ihm kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das Kreuz Christi lässt keinen Raum für menschliche Weisheit, Verdienste und Ruhm. Du kommst, weil du sagst, ich habe keine Weisheit. Christus soll all meine Weisheit sein. Ich habe keine Gerechtigkeit und keine Heiligkeit. Möge Christus mein Ein und Alles sein. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich brauche Jesus. Jesus ist genug für mich. Sein Verdienst allein und darum auch sein Ruhm und seine Ehre allein. Wem gibst du die Ehre für deine Erlösung und deine Errettung? Glaubst du, du warst klüger als andere? Besser erzogen? Wer zu Gott kommt, muss demütig kommen. Und wenn du sagst, aber ich muss doch hier und da muss doch einiges machen, weil dann wird mir doch die Krone verliehen. Hast du nie gelesen in der Offenbarung, dass die Krone niedergelegt wird vor dem Thron? Denn jeder, der angekommen ist im Himmel, weiß, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, allein zu empfangen. Lobpreis, Herrlichkeit, Anbetung, Ruhm, Ehre. Allein er, allein er. Und da ist keiner, der gefunden wurde, der würdig ist, als allein das Lamm. Rühme allein ihn. Die dritte praktische Anwendung ist: Verachte nicht das Schwache in der Gemeinde. Wir stehen in der Gefahr, dass wir denken, wie dieses Restaurant, wir müssten uns irgendwie schmücken mit besonderen Menschen, auch wenn doch nur Wissenschaftler, hohe Beamte, erfolgreiche, prominente Geschäftsleute, die wirklich viel Geld haben, wenn die doch in unserer Gemeinde wären, dann, ja, dann wären wir doch was. Ist nicht verstanden, wozu Gemeinde da ist. Wenn du dir die Gemeinde aussuchen könntest, wie würde die aussehen? Vielleicht die gut aussehenden, gepflegten, intelligenten, bestausgebildeten, kultivierten Menschen, die du finden kannst? Gott ruft das, was nichts ist, das, was nichts gilt vor den Menschen, damit er alle Ehre bekommt. Er beruft die, die am wenigsten sind, damit er die meiste Ehre bekommt. Ja, in der Gemeinde, da sind zumeist die, die nach menschlichen Maßstäben nicht die klügsten, begabtesten, mächtigsten, die mit dem meisten politischen Einfluss, der besten Abstammung sind, ja. Und sag mir, ärgerst du dich daran? Störst du dich daran? Alle so schlicht sind? Vielleicht schlichter als schlicht? Unbedeutende, ungebildete, wenig Manieren, keine edle Abstammung? Wenn du dich daran ärgerst, dass deine Geschwister solche schwachen Leute sind, dann sündigst du und du raubst Gott die Ehre. Denn dazu hat er ja gerade die Gemeinde erwählt und gebaut. Dass wer sich rühmt, sich des Herrn rühmt. Dass in der Erwählung der Leute, die nichts sind, die Weisheit der Weisen zunichte gemacht wird. Du wünschst dir eine feinere Gesellschaft? Tret ein in den Golfclub. In der Gemeinde ist das Törichte zu finden, in den Augen der Welt. Aber das hat Gott erwählt.
Kannst du dich daran erfreuen? Kannst du Gottes Perspektive teilen? Oder stößt du dich daran? Ich selbst bin töricht. Einige von euch wissen das vielleicht. Straße von der Junge, ein Junge von der Straße, so, der sich nicht eloquent ausdrücken kann. Ich bin in einer Verwahrlosung aufgewachsen, die man manchmal in den Medien in Deutschland hört. Wenige Fälle gibt es davon überhaupt. Das Unterste der Untersten. Das Allerniedrigste bin ich. Das, was überhaupt nichts ist. Ein Kind, das im Müll aufgewachsen ist, wortwörtlich. Verwahrlost, vollkommen. Der hat sich meiner angenommen. Wer ist dafür zurück? Wem gehört die Ehre dafür? Mir? Allein dem Herrn. Stößt du dich daran, dass ich diese Vergangenheit habe? Und sagst, oh, ein Prediger sollte niemals solch eine Vergangenheit haben? Willst du dem Herrn die Ehre rauben? Der Gründer der Baptisten, Johann Gerhard Onken, ein Mann aus, ein Kind, ja, von einer unehelichen Beziehung. Vater war nicht mehr da. Völlig unbedeutend. Kein Geld, keine Ausbildung. Er war einer, der hat beim Billard Punkte gezählt. Das war sein Beruf als Jugendlicher. Bis ein Geschäftsmann kam und sich seiner angenommen hat. Und Stück für Stück wurde er zu dem Mann, zu dem Gott ihn gemacht hat. Was ist denn mit Jesus selbst? War er nicht dieser Handwerker? Dieser Verachtete? Der keine theologische Schule besucht hat, wo die Leute gesagt haben, woher ist der? Wo hat er denn diese Weisheit überhaupt her? Wir kennen ihn doch, er ist doch dieser Zimmermann. In Römer 12, Vers 16 heißt es, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Verachte niemanden wegen seiner Niedrigkeit, sondern erkenne, dass gerade in der Niedrigkeit der anderen Gottes Erhabenheit zu finden ist. Seine Ehre, sein Ruhm. Stoße dich nicht an den Schwachheiten. Erfreue dich daran, dass der Herr gerade diese Schwachen erwählt. Gleichzeitig gilt natürlich, dass die Schwachen und Unedlen nicht die Reichen und Gebildeten und Edlen zu verachten haben. Denn auch sie hat Gott auserwählt, nicht viele, aber sie sind da. Es heißt in 1. Petrus 5, Vers 5, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Alle, die erlöst sind durch das Blut Jesu Christi, sind hochzuschätzen in unserer Mitte, von den Geringsten bis zum Größten. Das vierte, was wir uns anschauen wollen, ist, vertraue nicht auf deine Redeweisheit, sondern sage das einfache Evangelium weiter und vertraue dabei auf die Kraft Gottes. Paulus war kein schlechter Prediger, er war ein ausgebildeter Redner. Aber er sagt, ich verkündige nicht, indem ich mir irgendwas auf Redeweisheit einbilde. Ich sage das Evangelium einfach, so schlicht und klar weiter. Er sagt zu den Korinthern, ich habe mir vorgenommen, nichts unter euch zu wissen, als Christus den Gekreuzigten. Diese törichte in den Augen der Menschheit Botschaft. Und das ist befreiend für dich, wenn du das verstehst. Das ist, wir haben es ja nicht mit einem Rhetorikwettbewerb zu tun. Wie gut du dich ausdrücken kannst, wenn du anderen von Jesus erzählst. Paulus hätte versuchen können, sich krankhaft an diese Vorgaben dieser Griechen zu halten. Er hat es nicht getan. Er ist einfach gekommen und hat Christus den Gekreuzigten verkündigt. Schlichte Wort, weil er geglaubt hat, dass die Kraft von seiner Predigt nicht aus der besonderen Satzstellung herkommt, der besonderen Mimik und Gestik oder was auch immer, sondern durch das Kreuz. Das ist die Kraft. Deine Aufgabe ist es einfach, Christus zu bezeugen. Es geht nicht um deine Kompetenz, um deine Eloquenz, um deine rhetorische Brillanz oder sonst etwas. Es geht um diese Botschaft, die ankommen muss. Und in dieser Botschaft ist die Kraft.
Rede nicht durch die Blume, versuche nicht klug zu erscheinen, irgendwie versuche nicht zu tun, aber wir Christen sind gar nicht so dumm, wie man denkt. Ich kann mich gewählt ausdrücken. Schaut einmal, ich habe einen Doktor vor meinem Namen, und jetzt müsstet ihr mir doch glauben. Das ist nicht der Weg, wie Menschen bekehrt werden. Das Kreuz allein hat die Kraft, Menschen zu Gott zu bekehren. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist es niemals eine Demonstration menschlicher Willenskraft oder menschlicher Weisheit. Es ist immer allein die Demonstration von Gottes Kraft und Weisheit. Und Gott hat ein Mittel erwählt, um seine Erwählten zu erreichen. Törichte Predigt. Einfach das Weitersagen von Christus. So. Und die Anwendung ist? Sag doch einfach das Wort weiter. Du magst dich vielleicht nicht für besonders gebildet halten. Du denkst, du kannst dich nicht besonders weise ausdrücken und du hast auf vieles keine Antwort. Ja und? Sag das Wort weiter. Vertraue darauf, dass nicht du es bist, der Kraft hat, und deine Worte nicht das sind, was Leute manipulieren könnte, sich für Jesus zu entscheiden. Vertraue darauf, dass das Wort allein die Kraft hat. Versuch nicht, Menschen zu manipulieren, zu zwingen, sie zu bedrängen zu irgendetwas. Bring sie doch einfach unter das Wort. Bring ihnen das Wort. Und wenn sie sagen, welches Wunder tust du denn? Welches Zeichen tust du? Dann sagt er, das einzige Zeichen, das Gott uns gegeben hat, das ist das Zeichen des Kreuzes. Das ist das Wunder. Das kannst du glauben oder nicht. Und wenn sie sagen, aber das widerspricht doch der Vernunft. Du musst doch mehr Weisheit haben. Dann musst du sagen, also die Weisheit, die Gott gezeigt hat, ist, dass das der Weg zur Rettung ist. Das Kreuz trennt die Menschen und das wirst du erleben. Aber die Berufenen selbst, die Erwählten, wenn die das hören, dieses schwache Wort, dann wird es ihnen Weisheit Gottes sein und Kraft. Das bewirkt Gott. Er ist es, der das Törichte erwählt. Paulus erlebte dieses Zweifache. Er beschreibt das in 2. Korinther 2. Er sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt, in Christus, und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Also wir gehen an verschiedene Orte und seine Erkenntnis wird durch uns verbreitet. Ja? Und dann sagt er, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden. Und unter denen, die verloren gehen, denen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Ja. Das Evangelium scheidet die Menschen. Ein Leben, die anderen tot. Es ist kein Versagen an sich, wenn Menschen verloren gehen. Es ist Gottes gerechtes Gericht. Das heißt, manche fragen mich, evangelisierst so viel und siehst jetzt niemanden, der sich bekehrt, hast du doch versagt, oder? Naja, ich hab schon Mitleid und ich wünsche mir, dass Leute gerettet werden und ich flehe darum und ich guck, ist es was in meinem Leben, was Gott hindert vielleicht und so weiter und so fort. Aber die Bibel lehrt nicht, dass es ein Versagen ist, wenn Menschen die Botschaft hören und nicht glauben. Es ist das gerechte Gericht. Und wenn es Gott gefällt, all diese Menschen, denen ich auf der Straße das Evangelium schon verkündigt habe, zu richten, dann sei es so. Denn es gibt Gott die Ehre. Er macht die Weisen zunichte. Flehe ich, weine ich für die Verlorenen? Wünsche ich, dass Menschen zum rettenden Glauben finden? Ja. Aber der Herr ist es, der Herzen öffnet. Der Herr ist es, der erwählt. Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und er bekommt in beidem Ehre und Ruhm, in der Rettung und in der Verdammnis. Und Evangelisation bringt immer beides. Keine von diesen Seiten ist Versagen. Das fünfte und letzte ist, was ich sagen möchte. Seid ihr im Klaren, jetzt bei all dem, was wir gehört haben, dass dies die Entscheidung ist, die wir als Gemeindegründung geschlossen haben, und so soll es sein. So soll es in der Gemeinde sein. Wir schämen uns nicht des Kreuzes. Wir halten fest an diesem alten, in den Augen, Ohren der Welt törichten Mittel der Predigt. Bei uns steht die Predigt im Mittelpunkt, das Wort.
Überall sehen wir, dass die Leute moderner, klüger, gebildeter sein wollen. Akzeptabler in den Augen der Welt. Heutzutage will man klug sein, aktuell, hip. So dass im Gottesdienst das göttliche Wort immer weniger wird und die menschliche Weisheit immer mehr. Man passt sich aktuellen Trends an. Es gibt Moderatoren im Gottesdienst, Theaterstücke und Menschen sind begeistert, weil nette Filmchen gezeigt werden und so weiter und so fort. In manchen Gemeinden, Anführungsstrichen, haben sie die Predigt sogar ganz abgeschafft. Oder wenn man predigt, vielleicht 15 Minuten. Man will ja niemanden ärgern dadurch. Wir glauben, als Gemeindegründung, und so Gott will bald als Gemeinde, dass das Mittel ist, das Gott erwählt hat. Die Predigt allein. Und wir werden von diesem Standpunkt keinen Millimeter abweichen. Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Er steht im Zentrum und er allein. Das Kreuz soll alle Arbeit machen bei uns. Wenn die Gemeinde wächst, wenn mehr Menschen dazukommen und gerettet werden, dann sagen wir ja, das Kreuz. Das ist die Kraft allein. Wir haben die Leute nicht manipuliert, wir haben nicht eine coole Worship-Band aufgebaut und passen, installieren hier komische Farblichter und alles Mögliche. Ganz schlicht, was wir machen. Wir lesen das Wort, wir singen das Wort, wir beten das Wort, wir verkündigen das Wort. Mehr machen wir nicht. Und wenn die Gemeinde wächst, dann bedeutet das, dass es allein durch das Kreuz geschah. Allein die Kraft des Wortes. Und wenn Menschen kommen, denen das nicht gefällt, weil sie sich ärgern am Kreuz, dann sei es so. Aber die Berufenen selbst, für die wird es Gottes Kraft und Weisheit sein. Die werden sagen, ja, der Gesang ist jetzt nicht so prickelnd und so weiter, ja, manche Dinge ist halt schwach und so. Aber im Wort, da ist Kraft. Im Wort ist Kraft. Das ist, was ich suche. Hier ist Weisheit. Hier ist das, was ich mir wünsche. Predigt vom Kreuz. Ich hörte einmal, dass Spurgeon auf dem Sterbebett gefragt wurde, wie er seinen Glauben, seine Theologie zusammenfassen würde. Er sagt, meine Theologie ist sehr einfach, sie ist in 4 Worten zusammenzufassen. Jesus starb für mich. Jesus starb für mich. Das ist alles. Das ist genug. Und das ist das Wichtigste, das du in deinem Leben lernen kannst. Dem Gekreuzigten ganz zu vertrauen. Und davon werden wir keinen Millimeter abweichen. Das ist, was wir verkündigen. Mögen uns Leute für noch so töricht, dumm, ungebildet, primitiv halten. Das ist, was wir verkündigen. Als Charles Haddon Spurgeon seine erste Predigt hielt in seiner Gemeinde in London, sagte er, ich würde vorschlagen, dass das Thema des Dienstes, also seines Dienstes in diesem Haus, solange diese Plattform stehen wird und solange dieses Haus von Gottesdienstbesuchern besucht wird, die Person Jesu Christi ist. Ich habe mich nie geschämt, offen zu bekennen, dass ich Calvinist bin. Ich zögere auch nicht, mich als Baptist zu bezeichnen. Aber wenn ich gefragt werde, was mein Glaubensbekenntnis ist, so antworte ich, es ist Jesus Christus. Wir verkündigen Jesus Christus und ihm allein. Ihn als Gekreuzigten. Und wem das nicht gefällt, dass wir Christus, den Gekreuzigten, predigt, dem wird es niemals gefallen in unserer Mitte. Denn auf ihn ruht all unser Wohlgefallen. Möge der Herr schenken, dass du sagen kannst, wie Paulus schreibt, Christus ist dir zur Weisheit geworden. Christus ist deine Gerechtigkeit geworden, dass du angenommen bist bei Gott. Du magst nicht edel sein, aber Christus ist deine Heiligkeit geworden, so dass du geschmückt bist mit den größten Königskleidern und herrlichsten Gewand, was du dir vorstellen kannst. In Christus Jesus mögest du sagen können, dass er deine Erlösung ist, dass er genug ist, das Kreuz für dich genug. Mögest du ihn rühmen und ihm allein die Ehre dafür geben, dein erstes Wert. Ich bete und hoffe, dass das auf jeden von euch zutrifft.
dass wenn das Kreuz trennt, jeder von euch, jeder einzelne von euch auf der Seite derer steht, die nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, weil sie nicht auf ihre Weisheit und ihre Werke vertraut haben, sondern allein auf Jesus Christus. Möge der Herr es schenken zu seiner Ehre. Allein. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Kreuz, für deine Weisheit in der Erlösung von verdammungswürdigen und sündigen Menschen, was sich kein Mensch erdenken konnte, das hast du dir erdacht vor Grundlegung der Welt. Wir danken dir, dass du dich unser erbarmst und dass du uns, die wir nicht sind, dass du uns erwählt hast und uns ewiges Leben schenkst, ganz unverdient in dir und deinem Kreuz. Herr, ich flehe, dass jeder Einzelne, der hier ist, berufen ist von dir. Dass niemand sich ärgert am Kreuz, niemand daran vorbeigeht und den Kopf schüttelt und sich darüber lächerlich macht und es verwirft, sondern dass jeder auf das Kreuz blickt im Glauben, dass du genug bist, Jesus, dass du gekommen bist, um Sünder zu retten und dass jeder, der deinen Namen anruft, errettet wird. Herr, schenk das. Wir flehen für die Kinder in unserer Mitte. Wir haben gehört in der Lesung, dass du die Kinder zu dir rufst. Erbarm dich über die Kinder, o Herr. Ruf sie früh zu dir. Doch von uns, die wir nicht wissen, wie lange wir noch zu leben haben, auch gerade die Älteren unter uns, die schon bald sehen werden, wohin es geht. Herr, hab Erbarm. Dass jetzt, wo die Zeit der Gnade da ist, dass dein Kreuz nicht verworfen wird, sondern umklammert wird, so der Eingang gewährt ist ins ewige Leben. Herr, schenke, dass wir nicht woanders deine Weisheit suchen und deine Kraft, sondern allein in Demut kommen und all das suchen, allein im Kreuz, allein in dir, Jesus, denn du hast für alles bezahlt. Du bist uns geworden Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und das schenkt doch, o Herr, dass auch hier, heute, jeder von uns, dass es heißt, dass jedes Knie sich beugt, jede Zunge bekennt. Nicht erst am Tag des Gerichts, wo du die Menschen zwingen wirst, sondern jetzt mit freiem Herzen, denn du hast es geschenkt, dass deine Gnade es bewirkt. Dass wir kommen in Demut, das Kreuz umklammern, die Rettung, die du uns schenkst, annehmen, nicht verwerfen. Herr, damit wir alle dich rühmen, damit du allein gerühmt seist, du allein. Herr, schenk uns den Mut, diese Botschaft zu verkündigen, in einfachen Worten, weil wir glauben, dass die Kraft nicht aus uns ist. Schenk uns Gelegenheit dazu, schenk, dass wir wachsen, nicht weil wir meinen, dass wir es verdienen, groß und angesehen zu werden. Herr, wir wünschen uns, dass du groß bist und angesehen wirst von den Menschen, dass noch mehr hinzugetan werden, die dich rühmen. Herr, rufe dir ein großes Volk zusammen, aus all denen, die du erwählt hast. Und darin, Herr, verherrliche dich allein, dass dir der Ruhm sei. Wir beten dich an, du Lamm Gottes, das würdig ist zu nehmen. Macht und Reichtum, Herrschaft und Stärke. Herr, wir bitten dich, lass uns in dieser Gesinnung, dass du allein zu rühmen seist, auch diesen Abend beschließen und auseinandergehen, dass keiner da ist, der dich nicht heute rühmt. Das schenk uns doch, Herr, das schenk uns in deiner Gnade allein und um die Weisen zunichte zu machen, wie es dir gefällt und es den Unmündigen zu offenbaren.
Herr Jesus Christus, wir beten dich an, geben dir alle Ehre. Amen. Amen. Amen.